Wollen wahrscheinlich rausfinden, wer hier der Boss ist. Oh, da geht's wieder raus, okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal nach oben, oder? Oder ist das hier, was wir suchen? Ein Schild in die Hand zu nehmen ist nicht schwer. Es sind die Stimmen da draußen, die eher nach Krieg scheinen als nach Frieden. Ne, ich glaube, wir müssen hoch. Und dann hier rein. Ja. Zur glänzenden Couch, okay. Ah, wir warten also. Kaffee? Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Backers Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Salmakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Salmakano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und einen Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster! Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Und wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. Okay, gut. Also, wissen wir Bescheid. Verbündeten hinzugewonnen. Waffenhändler unterwegs. Ah, okay. Durch Cassandras Anwerbung hast du Zugang zu ihrem Verbündeten bekommen, den Waffenhändlern. Höhere Einnahmen für deine Unterbosse ermöglichen dir Zugang zu ihren Verbündeten und Verbesserungen ihrer Dienste. Der einfache Waffenhändler hat einen mobilen Laden mit Waffen und Ausrüstung. Du kannst dir die zukünftigen Verbesserungen für den Waffenhändler in der Übersichtsliste
unter Verbündete und Verbesserung ansehen. Ah, okay. Also, das hier ist sein fahrender Waffenhändler. Wir gucken mal kurz. Ups, immer die falsche. Ah, okay. Sammys Bar. Da wohnt Donovan, okay. So, da ist Cassandra und hier haben wir dann so einen mobilen Laden. Und unter Verbündete können wir das sehen. Also, Cassandra, Anführerin der haitianischen Gang. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn hier? Sehr schön. Okay, Waffenverbesserung. Sprengstoff, Fahrzeugmodifikation, Nachschub. Okay. Gewehre, Spezialwaffen. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Oh, ups, $98. Damit kommen wir hier nicht weit. Screaming Semi, verfügbar als Gefallen von Cassandra während der Übergabe von Geschäften und Bezirken. Aha. Okay, also wir... Was ist mit dem Laster? Was ist mit deinem Laden? Die Regierung hat meine Laden dicht gemacht. Sie wollen nicht, dass Nigger Waffen kaufen. Die haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbrotern das Hirn rauszupusten. Diese Motherfucker. Wem sagst du das? Melde dich, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Okay, also Rede mit der Stimme ist das Nächste, was wir machen müssen. Da müssen wir hier hin. Prostitution heißt das, okay? Dort wartet nur der Teufel. Ach komm schon. Verzeihung, junger Mann. Ist das weit oder können wir da hinlaufen? Schnaps ist so gar nicht mein Ding. Aber ein kleiner Giant. Oder wir nehmen uns einfach den Wagen hier. Den braucht doch keiner, oder? Verzeihung. Oh, Zeugen sind Unbeteiligte, die zum nächsten Telefon oder Kopf rennen, wenn sie ein Verbrechen beobachten. Schalte Zeugen aus, ohne sie gleich umzubringen. Aha. Ha. Okay, gut. Also wir haben ihn quasi nur ohnmächtig gemacht. Und ja, damit ruft er dann nicht die Polizei. Achso, da ist ja gar nicht mehr so weit. Hallo, klopf, klopf. So, auf die andere Seite. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Bravo, bist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das, oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Wohl wahr, verdammte Scheiße. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlas Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an den ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er rauskommen und sich um mich kümmern. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlas Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Ich sag dir, wenn's erledigt ist. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Okay. Geschäfte ruinieren. Jedes Geschäft ist verwundbar. Sorge dafür, dass es keinen Profit abwirft und der Boss muss kommen, um sich um den von dir angerichteten Schaden zu kümmern. Ah, okay.
locke Merle aus seinem Loch, indem du seinem Prostitutionsring im Hollow schadest. Gut, machen wir das doch. Verbleibender Schaden 150.000. Sollen wir hier, können wir hier einfach rüber? Können wir hier mit dem Boot auch fahren? Sehr gut. Wo müssen wir denn hin? Okay. Dann fahren wir bis da auch mit dem Boot einfach hin. Einfach um die Ecke. Falls wir da hinkommen, doch, müssten wir ja eigentlich. Die Steuerung ist richtig cool von den Booten. Das war schon in der Fluchtszene am Anfang, hat man das gemerkt. Bin ich jetzt vorbeigefahren? Ich bin schon zu weit. Ich bin schon zu weit. Ich dachte, das wäre ein bisschen weiter. Aber es ist hier um die Ecke. Also können wir hier anlegen. So, was haben wir denn an Waffen? Wir haben eigentlich fast nichts mehr, ne? Wir brauchen unbedingt Geld. Vorsicht, Platz da! Also wir müssen hier Mädchen befreien. Hey! Mr. Laveau hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Mörds Leute sind hier überall. Mach ich, danke. Okay, also wir müssen. Oh. Warte mal, wie kann ich denn die Waffe wegstecken? Ah, mit X, okay. So, okay, jetzt haben wir die weggesteckt. So, wie kommen wir denn hier hoch? Oh, hier ist Geld. Sehr schön. Und plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen gottverdammten Sender. Jetzt muss ich mir Niggermut. Das Jahr. Wow. Okay, das war jetzt total unbedacht. da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, dass da jetzt, dass das Gegner sind. Ich dachte, das wären jetzt einfach ganz normale Gäste gewesen. Ups. Okay, das war doof. Machen wir das nochmal von vorne. Und zwar vorsichtig. Ich habe es ja schon mal gesagt, die Ladescreens finde ich richtig cool gemacht. So, oh Mann, 392 verloren. Okay, gut. Also nochmal rein. Oh, guck mal hier. Direkt mal ein Bild gesammelt. Okay, das hier ist zum Beispiel ein Gegner. Ich fahre also rum und höre mir den alten Johnny an und plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen gottverdammten Sender. Jetzt muss ich mir Niggermusik anhören. Hippie-Musik. Lauter solchen Scheiß. Hättest es ja einfach ausschalten können.
Aber das ist mein gottverdammtes Radio. Nicht das von irgendeinem geheimnisvollen Jäger. Was kostet? Was ist hier? Ich fürchte, da musst du wohl doch endlich lesen lernen. Okay, das hat keiner gesehen. Oh, oh, da kommt einer. Den kann ich bestimmt überm Tisch ziehen oder so. Oh, der andere sieht mich dann auch. Lass dir ein bisschen was von dem Geld hier geben. Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Ah. Oh nein, ich Idiot. Ups. Okay, gut. Okay, gut. Also es sieht gut aus. Erstmal hier alles einsammeln. Und wir müssen irgendwie nach oben. Wow. Wer schießt denn da? Boah. Okay, gut.